Herzlich willkommen zu diesem Informationsvideo zum Thema Telefonanlage als Service mit Enphone und NESTEC. Mit der NESTEC Telefonanlage als Service provided bei Enphone können Sie Ihre bestehenden Services, Leistungen und Produkte einfach und effizient erweitern und so eine noch größere Kundenbindung an Sie erwirken. Zudem ist die Lösung sehr preiswert und kostenbedacht durch das Pay-per-Use-Modell und daher auch für Ihre Endanwender sehr attraktiv. Sie selbst generieren sich durch die Umsatzbeteiligung ohne jegliche Zeitbeschränkung wiederkehrende Erlöse. Als IT-Distributor, vielleicht wissen Sie das, bietet NESTEC bereits einige Cloud-Services und andere Dienste, meist im White-Label-Format für Sie als IT-Reseller und Consultant an. Warum bieten wir die Telefonservices nicht als White-Label-Produkt an? Wir haben festgestellt, dass insbesondere in der Telefonie das Kundenvertrauen in die Power eines großen Telekom-Anbieters natürlich entsprechend viel höher und schwergewichtiger ist. Enphone ist eine internationale Firma, die in vielen Ländern diese Dienste anbietet. Neben den Funktionen beeinflusst natürlich vor allem der Kostenfaktor die Entscheidung des Kunden für unsere und ihre Lösung. Markanter Punkt zur klassischen Telefonielösung ist natürlich, dass es in den Initialkosten als auch im laufenden Betrieb keine Kosten mehr für Telefonanlagen, Telefonanlagenwartung und Service benötigt. Mit dem Enphone-Account erhalten Sie kostenfrei, solange dieser Account besteht, natürlich aktuellste Features und Updates jederzeit ohne Aufpreis. Die geringen Startkosten von 35 Euro vor Mehrwertsteuer pro Nebenstelle und optional 10 Euro für die Faxfunktionalität runden dieses Startpaket ab und machen es zum günstigsten Einstieg seiner Klasse. Möchte man nicht die von Enphone zugewiesene Nummer, sondern die bestehende eigene mitnehmen, so fällt ein einmaliges Portierungsentgelt an. Zusätzlich zu den Einrichtungskosten gibt es entsprechende laufende Monatspreise. Diese betragen gerade mal 7,80 € netto pro Nebenstelle. Im Paket können Sie dann entsprechend die Wählpreise pro Minutenverbindung wählen oder aber eine Flatrate, zum Beispiel für Österreich oder Österreich und Deutschland, Flatrate ins österreichische Mobilnetz und weitere Flatrates und Angebote sind hier verfügbar. Die interne Telefonie von Enphone zu Enphone ist kostenfrei. Für alle Anrufe, die nicht über das Flatrate-Paket abgedeckt sind, haben Sie die in der TK-Branche übliche minütliche Abrechnung. Einige Zusatzleistungen der Enphone-Telefonanlage sind kostenpflichtige Dienste. Hier haben wir zum Beispiel die Sprachverschlüsselung, die pro Nebenstelle einen Euro extra Aufpreis kostet. Neben geringen Einstiegs- und laufenden Kosten ist natürlich die Leistung, die ich dafür bekomme, wesentlich. Hier sehen Sie das Grundkonzept der Telefonanlage als Service von Enphone. Wir haben auf der einen Seite die Funktionen, die diese Anlage mit sich bringt. Diese kann auf allen möglichen Arten von Arbeitsplätzen benutzt werden: Zentrale, Homeoffice, auch mobil oder im Callcenter. Und diese Funktionen und diese Arbeitsplätze wiederum können über die verschiedensten Endgeräte angebunden werden. Das Ganze wird durch zahlreiche User Interfaces, ob mobil als Software oder Webservice, abgerundet.
Werfen wir nun einen näheren Blick auf einige der Key Features in der Enphone-Lösung. Es gibt weit über 150 Funktionen, teilweise kostenfrei im Standardpaket, teilweise als Option mit Aufpreis zubuchbar. Zunächst haben wir hier die FMC-Funktionalität, kurz benannt als One Number. Jeder Teilnehmer ist auf Wunsch jederzeit über ein und dieselbe Durchwahl erreichbar. Die Funktion CTI kennen Sie vielleicht am besten von bestehenden Systemen. Der CTI-Client bildet die Schnittstelle zwischen dem Telefonsystem und diversen Desktop- und Mobile-Anwendungen. Hier haben Sie etwa die Möglichkeit, bei einem eingehenden Anruf gleich den richtigen Datensatz in Ihrer Kundenbetreuungs-, also CRM-Software, aufpoppen zu lassen. Ein weiterer preiswerter optionaler Service ist die eFax-Funktion. Hier werden lokal installierte Faxgeräte unterstützt, als auch der integrierte Faxdienst in Enphone, aber Sie können mit bestehenden FaxMic-Installationen, die Sie eventuell über Nestec bezogen haben, über die XKP-Schnittstelle auch hier die bestehenden Setups in die neue Telefonanlage als Service integrieren. Kurz zurück zum FMC. Dieses bietet Ihnen zum Beispiel die Einbindung von Smartphones als vollwertige Nebenstelle, aber auch die Rufweiterreichung automatisch, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen, auf Ihr Mobilgerät. Mit IVR verwalten Sie Warteschlangen, verteilen Ihre eingehenden Anrufe nach beliebigen Regeln oder bieten eine Sprachführung an. Die Sprachführung kennen Sie vielleicht. Man bekommt einen entsprechenden Text. Bitte wählen Sie die 1 für den Vertrieb, die 2 für die Technik und so weiter. D&D bietet Ihnen die beliebige clientorientierte Rufweitleitung oder einfach das Abschalten, Pausieren der Telefonbereitschaft. Und über das Gruppenmanagement können Sie Anrufgruppen, Ringrufe und Zeitregeln definieren. Hat der Anwender mehrere Standorte, also Filialen oder auch nur Heimarbeitsplätze, so ist die Integration hier in Enphone wunderbar gegeben. Sie können sich über das Follow Me mit einer einzigen Durchwahl auf dem Heimarbeitsplatz oder in jeder beliebigen Filiale befinden. Auch für Auslandsstandorte ist dies möglich. Weitere Highlights in der Funktionsliste sind Vermittlungsfunktionalitäten mit beliebiger Verkettungstiefe, eine Rezeptionsfunktion inklusive LDAP-Anbindung und Firmenverzeichnis sowie Präsenzanzeige für alle Nebenstellenapparate, aber auch Funktionen für Callcenter, Auswertungen, Echtzeitmonitoring und diverse Reports. Die Details zu allen 150 und mehr Funktionen sehen Sie auf den Webseiten von Enphone oder Nestec. Kommen wir zum spannenden Teil. Wie funktioniert der initiale Start eines neuen Teilnehmers? Sie bestellen für Ihren Kunden die gewählten Services, Leistungen und Zusatzoptionen. Gegebenenfalls bestellen Sie Endgeräte mit. Diese werden von uns gemäß den Anforderungen und Angaben bereits vorkonfiguriert, versandt und an Sie oder Ihren Kunden gesendet. Der Anwender braucht nur noch das Endgerät auszupacken und anzuschließen oder seine Software zu installieren und die Daten einzugeben. Und schon kann die Telefonie ein- und ausgehend genutzt werden. Wir haben einen solchen Prozess mit einer Handykamera mitgefilmt. Packen Sie Ihr Device aus und stecken Sie Netzverbindung als auch die Stromverbindung an. Das Telefon bootet und holt sich entsprechend gemäß der Konfiguration die Informationen und Daten direkt von den Enphone-Servern ab.
Dieser Prozess ist auch innerhalb weniger Minuten abgeschlossen. Und hier sehen Sie in dem Kurzfilm, wie einfach und schnell diese neuen Funktionalitäten und Agents entsprechend ausgerollt sind. Wir zeigen das hier mit dem Gerät Snome 760. Es funktioniert natürlich mit allen anderen angebotenen und kompatiblen Devices ident. Das Telefon holt sich die aktuelle Firmware und die Einstellungen, die Sie vielleicht vorab im Portal getroffen haben, und schon sind Sie nach dem Reboot bereit, Telefonanrufe nach außen zu tätigen oder auch entsprechend eingehende Anrufe zu empfangen. Binnen 4 Schritten Ihr neues Telefonsystem. Und nun zum Ende unseres Informationsvideos über die Telefonanlage als Service zeigen wir Ihnen noch ein paar Ausschnitte aus den mitgelieferten Softwarelösungen für dieses Konzept. Mit der Auslieferung des Enfone-Nutzungsvertrages und den Funktionen erhält man einen Zugang zu den Portalleistungen des Services. Dies ist dann der Administrator-Account. Der Administrator kann sowohl unternehmensweite globale Einstellungen treffen, als auch die einzelnen Nebenstellen konfigurieren. Die einzelnen Nebenstellen können jedoch auch vom jeweils genutzten Anwender adaptiert und angepasst werden. Im Dashboard haben Sie alle Webangebote des Portals in einem guten Überblick, sowohl Downloads von Clients, die Dokumentationen und Informationsvideos, das Userportal und das Administrationsportal. Ebenso sehen Sie hier Ihre laufenden Verträge und Support-Tickets. Werfen wir einen kurzen Blick ins Administrationsportal. Hier sehen Sie die Definitionen der Enfone-Telefonanlage. Es gibt hier diese Ziele, die Administration mit den globalen Einstellungen, wie etwa Standorten und Telefonbücher, weiters die einzelnen Elemente. Die Elemente unterscheiden sich zwischen physikalischen oder Softwareelementen wie etwa Endgeräte und diversen Ansage- und Weiterleitungstexten. Und zuletzt haben Sie die Definition Ihrer Durchwahlen, welche Elemente entsprechend für jeweiligen Durchwahlen benutzt werden. In den Endgeräten sehen Sie unter anderem die bei der Bestellung mitgelieferten physikalischen Devices. Sie sehen hier auch dieses im Kurzfilm benutzte Snome 760. Jederzeit können Sie hier alle unterstützten Geräte selbst zu Ihrer Endgeräteliste hinzufügen. Alle für das Provisioning mit Enfone möglichen Devices werden in dieser Liste angeführt. Gerätespezifische Einstellungen können Sie hier vornehmen, zum Beispiel die Zuweisung zu einem bestimmten Standort oder die Version der Firmware, die benutzt werden soll. Zudem haben Sie hier als Administrator die Möglichkeit, die Klingeltöne und Alarmtöne zu definieren. Diese können jedoch vom Anwender übersteuert werden. Im Konfigurationsbereich Ziele sehen und definieren Sie die Routen der einzelnen Funktionen, sprich Elemente. Elemente sind auch Unternehmensmailboxen, Regelmaß zur Zeitsteuerung, Konferenzräume und natürlich die Endgeräte. Hier vergeben Sie also unter anderem für neue Telefonapparate die Durchwahlen und die jeweiligen Funktionen zu Mailboxen und Texten außerhalb und innerhalb der Öffnungszeiten. Im hier gezeigten Beispiel weisen wir dem Anschluss Nummer 3, der auch interne Durchwahl Nummer 3 ist, die eben eingerichtete neue physikalische Telefonhardware zu. Dieses Gerät haben wir zuvor auf den aktuellen Standort zugewiesen über das Menü Elemente. Das System zeigt uns hier auch noch, dass es sich beim Typ um ein Mobilteil handelt und um das Primärgerät dieser Durchwahl. Optional können Sie noch das Voicemail-Passwort setzen und weitere Parameter.
Weitere Details wie im Administratorportal die einzelnen Funktionen zu schalten sind, sehen Sie sehr bequem im Enfon Videohandbuch, welches Sie direkt über das Dashboard erreichen. Genaue und detaillierte Dokumentationen gibt es über die Videos hinaus, unter anderem die Merkblätter zu produktspezifischen Eigenheiten. Neben den Portal-Features bietet Enfon auch für die verschiedensten Betriebssysteme eigenständige Clients, CTI-Software und weitere Softwarelösungen an. Neben dem Administrator kann auch der einzelne Teilnehmer, also der Durchwahlhalter, seine individuellen Präferenzen einstellen. Dazu gibt es zum einen die EnControl-Software, aber auch den Webzugang. Der Benutzer meldet sich mit der Vertragsnummer seiner Nebenstelle und dem Passwort für seine Voicemailbox an und erhält eine Oberfläche mit allen Anruflisten, Einstellungen und weiteren Optionen. Individuelle Präferenzen wie etwa die Sprache, Rufumleitungen und Teilnahme an Warteschlangen werden in diesem Client komfortabel, übersichtlich und für jedermann verständlich eingestellt. Auch die Belegung der Schnellzugriffstasten seines individuellen physikalischen Telefongerätes kann der Anwender mit nur wenigen Klicks und sehr einfach dargestellt selbst vornehmen. Ja, wir sind am Ende unseres Nestec TV Informationsvideos zum Thema Telefonanlage als Service provided by Enfon angelangt. Hier unsere Informationen. Wie gewohnt steht Ihnen unser gesamtes Team gerne für weitere Informationen und Details zur Verfügung. Danke sehr für Ihre Zeit.